Ja, seid mir gegrüßt zu diesem neuen Video, Neues aus Maushausen. Wir haben jetzt die Folge 14 für den Juni 2021. Ich bin Markus der Mäusegaukler. Für alle, die auf meinem Kanal neu sind oder sonst irgendwie hier vorbeischauen. Und wer mehr über meinen Kanal bzw. über mich wissen will, der schaut einfach am besten mal in die Kanalinfo. Da ist so eine kurze Zusammenfassung. Ich habe mir wie immer Spickzettel gemacht, damit ich auch möglichst wenig vergesse. Und den werde ich jetzt einfach mal so Stück für Stück abarbeiten. Zuerst mal geht ein Danke raus an alle Abonnenten und alle, die fleißig unter meinen Videos kommentieren. Es sind ein paar, die man häufig sieht und das ist immer wieder schön, dann von euch zu lesen. Ja, dann bleiben wir gerade bei YouTube. Der Kanal hat momentan 188 Abonnenten und die Videos Neues aus Maushausen, Folge 13, das war die vom Mai, die wurde 162 Mal angeklickt. Das Video Markus der Mäusegaukler unterwegs auf dem Campus Galli ist 314 Mal angeschaut worden. Dann Geschichten aus Maushausen, das war die Verwechslung mit Folgen, ist 68 Mal angeklickt worden. Wer die noch nicht gesehen hat, ist echt spannend zu hören. Ich verlinke die euch mal oben in der Ecke. Ich weiß wieder wie immer nicht welche. Dann das Video Alarmstufe Rot. Das ist 101 Mal angeschaut worden und da kam ein sehr interessanter Kommentar und zwar von der Conny. Muss der Spickzettel holen. Irgendwie ist es ja schon auch ein Zeichen, wie wenig man doch sieht. Wahrscheinlich ist es auch das Wenige, was von der Kultur am Ende übrig bleibt. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Super, Conny, danke. Das Rotlicht schluckt ziemlich stark die Kontraste. Das war schon früher bei den analogen Filmen so, dass Rotlicht da alles andere als filmfreundlich war. Das war bei der Digitalkamera zum Fotos machen so, das ist aber im Video so. Das ist irgendwie, keine Ahnung, rotes Licht mögen die Filme und Sensoren wohl nicht. Ja, jetzt Frage an euch, schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Und zwar interessiert euch das, wenn ich da so einen Rückblick auf meinen YouTube-Kanal mache oder denke da, oh, jetzt fängt das schon wieder mit den Zahlen an. Weil je nachdem würde ich das dann einfach rauslassen oder vielleicht nur noch jedes dritte oder vierte Mal machen. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Ja, dann gibt es dadurch, dass ich für das Video Markus der Mäusegaukler unterwegs ja mit After Effects rumgespielt habe, als mehr kann ich das noch nicht bezeichnen, noch ein paar neue Einspieler hier, die werdet ihr hier jetzt in dem Video zum ersten Mal dann sehen und auch einen neuen Abspann. Also es wäre super, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt und mir auch da einfach mal eine Rückmeldung gebt unten in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Und den ersten Einspieler, den haue ich jetzt einfach mal rein, während ich dann euch erzähle, was es so als nächstes gibt auf dem Kanal. Und zwar habe ich jetzt noch zwei Videos vorbereitet. Zum einen geht es, das haben die Leute, die mir auf Instagram, Twitter, Facebook und so folgen, schon gesehen, ein neues Video, beziehungsweise vom Video haben sie gar noch nicht so viel gesehen, aber das Ergebnis vom Video war erst kürzlich auf meinen Profilen zu sehen. Und zwar geht es da um ein Siegel und das Video aus der Bastelecke kommt am 6. Juli und dann habe ich ja auch noch das Mäuseroulette aufgenommen mit einer normalen Beleuchtung, wo ich es für Alarmstufe Rot, die Light of Night, vorbereitet bzw. aufgebaut hatte. Und diesen Stadtbummel in Maushausen, den kriegt ihr am 13.07. zu sehen. Und das läuft dann unter der Rubrik Die Spiele von Maushausen. Dann habe ich auf Instagram und Facebook
angefragt, ob ihr Fragen habt für diese Folge Neues aus Maushausen, weil unter den Kommentaren hier bei YouTube kommen eigentlich so gut wie nie Fragen und darum dann eben auf dem Weg. Wenn ihr hier Fragen habt, Hashtag Fragen einfach in den Kommentar rein und dann gucke ich, dass ich sie auf jeden Fall auch beantworte, entweder beziehungsweise auf jeden Fall schriftlich, aber auch, wenn es eine interessante Frage ist, hier im Video. Und der Reinhard vom Instagram-Profil Multitool: Wie bist du zum Markus der Mäusegaukler geworden? Gute Frage, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Irgendwann wurde ich auf den Märkten einfach mal Mäusegaukler genannt oder Mäuserich, was ich jetzt nicht so der Brüller fand, weil für einen Mäuserich bin ich einfach zu groß und habe trotz dem ganzen Teppich hier zu wenig Fell. Und da ist dann das Markus der Mäusegaukler entstanden. Wie war mein erster Auftritt? Ich würde mir gerne mal auf einem Video anschauen. Ich glaube, es war alles andere als ja, sicher. Und ja, irgendwie war es auf jeden Fall, denke ich mal, so ein Chaos pur. Aber ja, es ist jetzt zum Glück schon eine Weile her und mittlerweile sind die Auftritte bis zum dritten Adventswochenende 2019 ganz gut gelaufen. Ob und wie es weitergeht, kann ich leider bis jetzt immer noch nicht sagen, kommt aber auch nachher nochmal was dazu. Und dann die Idee zum Maushausen. Ja, sowohl mein altes Mäuseroulette wie auch mein neues Mäuseroulette haben ja so einen städtischen Charakter. Und irgendwie braucht meiner Meinung nach eine Stadt auch einen Namen. Ist ja im realen Leben auch so. Und dann irgendwie auf Maushausen gekommen und dann einfach mal Maushausen an die Burgmauer außen hingepinselt. Und das ist übrigens auch der Schriftzug, genauso wie er da an die Wand vom Mäuseroulette, vom Eckigen damals noch gepinselt wurde, so ist er auch zu meinem Logo geworden, so ist er auf meinen T-Shirts, auf meinen Aufklebern und eigentlich überall drauf. Das habe ich abfotografiert, habe es damals dann mit dem Illustrator in Pfade umgewandelt, digitalisiert und so dann gemacht. Wenn ihr mehr wissen wollt, oben in der Ecke, ich weiß wieder nicht welche, verlinke ich euch das Video mal, Interview mit dem Mäusegaukler heißt es, glaube ich. Das Interview hat Katrin gemacht, ist jetzt ein bisschen mehr wie ein Jahr her. Und da findet ihr ganz ausführlich Antworten auf ja, alles, was so mit dem Mäusegaukler zu tun hat. Dann haben wir die erste Seite schon mal abgehakt. Ja, dann bin ich am Überlegen, mir irgendwie ein Studio zusammenzubasteln. Die ganze Idee ist dahingehend, es soll schnell auf- und abbaubar sein, weil ich will nicht die ganze Zeit in meiner Wohnung ein Studio haben. Es soll feste Positionen haben, wo ich dann bloß meine Lichter, Kamera und so weiter reinklicken kann oder brauche und dann eigentlich loslegen kann, wo ich so Sachen drehen kann wie die Geschichten aus Maushausen oder auch jetzt Neues aus Maushausen zum Beispiel, wo ich allerdings nicht nur sitzend, sondern auch stehend mal was machen kann. Da ist nämlich ganz da hinten in diesem Holzkopf noch eine Idee, die da so langsam reift und mal sehen, vielleicht wird das was. Ein Utensil dazu sehe ich jetzt schon, das seht ihr jetzt nicht. Wer schon mal bei mir im Wohnwagen war, der weiß, was da jetzt zu sehen ist. Vielleicht blende ich euch noch ein Bild ein. Mal schauen. Ja, da bin ich momentan immer noch am Überlegen. Das Ganze sollte natürlich möglichst preislich gar nichts kosten. Also von dem her bin ich auch da noch am Überlegen, wie ist das realisierbar und so weiter. Was habe ich an Material daheim und wie soll es dann nachher aussehen? Das sind alles nur so Sachen, auch dass es sehr standhaft, stabil ist und so. Das
Ja, irgendwie bin ich da noch am Überlegen. Was definitiv ausfällt, ist ein Greenscreen. Also hinter mir alles grün und dann einblenden. Weil ihr habt es ja gesehen, wenn ich daheim das Neues aus Maushausen drehe, dann brennt die Laterne. Und auch bei den Geschichten von Maushausen hat immer die Laterne gebrannt. Und da weiß ich einfach nicht, wie gut oder schlecht das mit einem Screen funktioniert. Und aus dem Grund fällt das definitiv aus, weil da kenne ich mich auch zu wenig aus. Ja, dann haben wir wieder leider das Thema Jobcenter. Die Unterlagen, wo der Sachbearbeiter eigentlich seit 21.03. haben könnte, wenn er seinen Job richtig machen würde und in der Lage wäre, PDF-Dateien runterzuladen und zu nutzen, die hat das Jobcenter jetzt in der Zwischenzeit. Er wollte dann plötzlich nochmal Unterlagen in anderer Form, nicht mehr eine Jahresabrechnung, wie das Ganze abgesprochen war und auch wie die schon fertig war, sondern er wollte das plötzlich monatlich haben. Und hat dann auf seinem Brief wieder diese Standardlüge, für Rückfragen stehe er gerne zur Verfügung gehabt. Ich habe natürlich gefragt, aus welchem Grund er das jetzt anders haben will, ob es da eine Gesetzesänderung gab oder was der Sache ist. Und ja, diese Aussage, für Rückfragen stünde er zur Verfügung, ist eine Lüge, weil bis zum heutigen Tag kam nichts, kam keine Antwort auf diese Rückfragen. Und ich habe das Ganze jetzt dann nochmal eingereicht über das, ja, Vorzimmeranmeldung, wie auch immer man das nennen mag. Die haben ja dann nochmal so ein digitales Postfach zugeschickt und die Dame, danke nochmal an dieser Stelle, falls sie das sieht. Es war eine richtig gute Zusammenarbeit. Also wenn die Zusammenarbeit mit den anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dort so wäre wie mit der Dame, dann wäre das Ganze überhaupt nicht so problematisch und man könnte da wie mit der Dame auch gestern auf Augenhöhe arbeiten und wäre nicht das Opfer, das zertreten am Boden liegt. Aber damit war es das Thema dann auch schon. Ja, dann, ich gucke ja trotzdem immer mal so rum, was ist mit Veranstaltungen, wie, wo, was sieht's aus. Und ja, immer mehr Veranstaltungen werden abgesagt. Auch jetzt im August und September, also Aussenhausen, das Hornsteiner Lagerleben, wo ich auf jeden Fall als Besucher rüber wäre. Einfach um auch ein paar Lagerleute endlich mal wieder zu sehen. Das ist abgesagt worden, dann Renningen ist abgesagt worden. Das wäre das erste Septemberwochenende. Markdorf, auch erstes Septemberwochenende, ist abgesagt worden. Das große Treffen, das weiß jetzt gerade gar nicht auswendig, wann das gewesen wäre, in Aach an der Aach ist abgesagt worden. Beziehungsweise alles auf nächstes Jahr verschoben worden. Also ist gerade wirklich verheerend. Weihnachtsmärkte und so weiter, da ist noch gar nichts in Aussicht, da plant noch keiner, was ich auch irgendwo voll und ganz verstehe, weil das, was ich jetzt momentan rausgefunden habe, ist das Versprechen vom Altmaier, so von wegen, man entschädigt Veranstalter, die planen, aber nicht durchführen können, an solch harte Bedingungen geknüpft, dass eigentlich 99% der Veranstaltungen irgendwo durchfallen. Was anderes habe ich eigentlich auch gar nicht erwartet. Und von dem her verstehe ich jeden Veranstalter, der jetzt sagt, nö, plane ich gar nicht. Konzentriere mich auf 2022 und mache jetzt 2021 halt auch nichts. Inwieweit die Veranstalter dann noch überleben, das wird man sehen. Bleibt zu hoffen, dass 2022 wieder viele aufstehen können, viele wieder was machen können. Ja, falls ihr euch jetzt wundert, dass die Kameraperspektive eine etwas andere ist, dann liegt es daran, dass der Akku leer war und ich kurz Akku tauschen musste. Dazu muss die Kamera leider vom Stativ runter. Also wer das konstruiert hat, der kehrt, naja. Ja, ich war froh
von Leichnam mit der Katrin, meiner Freundin, und ihrem Bruder auf dem Campus Galli. Und im Vorfeld habe ich so ein paar Leute darüber informiert und mit denen auch ein bisschen was ausgemacht, dass man sich da ja mal treffen kann. Man ist an der frischen Luft und so, und habe dann mal so überlegt, wer ist denn vernünftig und möchte ich auch mal wiedersehen. Ich habe natürlich auch, muss ich ehrlich sagen, ein paar Leute vergessen. Tut mir an der Stelle leid. Ich gelobe Besserung und hoffe, dass man da vielleicht dieses Jahr nochmal was ausmachen kann. Es war richtig schön dort, auch zu sehen, wie der Baufortschritt ist. Ich war jetzt dann ja zum dritten Mal da. Einmal 2015, 16 dürfte das gewesen sein. Dann einmal 2019 am 3. Oktober, auch mit der Katrin und ihrem Bruder. Und dann eben jetzt dieses Jahr wieder an Fronleichnam. Und da ist richtig viel passiert. Also die Scheune ist sehr weit. Die ist auch jetzt schon wieder um einiges weiter in dem Video zum Campus Galli oben in der Ecke verlinkt. Findet da auch einen Link zum YouTube-Kanal vom Campus Galli. Schaut da einfach mal vorbei. Ja, wie gesagt, es war ein schöner Tag mit Büros. Unten sind die Fotos von Christian verlinkt. Dann Harald und Inge waren dabei von MMV, der Stefan, der Buchbinder, der Töpfer, der Jürgen und Bure. Das ist eine Lagergruppe aus so einem, wenn ich es richtig weiß, Villinge-Schwenninger Raum, so ganz grob. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht beim nächsten Mal vors Marktgericht gezerrt. Dann der Löffelschnitzer und sein Weib, der hat es von den Buren erfahren, dass da ein bisschen was los ist, dass da etliche Marktleute sind. Zilke, wo auch schon des Öfteren mir an die Spiele geholfen hat, war mit ihrer Mutter da. Und es war echt schön, die ganzen Leute mal wieder zu sehen. Und ja, es wäre auch noch schöner gewesen, wenn noch mehr da gewesen wären, aber da habe ich dann halt auch teilweise wirklich vergessen, die Leute zu informieren. Was ich da leider erst vor Ort erfahren habe, ist, dass man nicht filmen darf. Das war auf der Internetseite nirgendwo zu sehen oder so. Auch vorher die Anfrage kam leider keine Rückmeldung. Damals mussten wir noch Karten reservieren, wo wir bestellt haben. Ja, ist jetzt dumm gelaufen. Ich bin da am Klären, ob da fürs nächste Mal was machbar ist, dass ich euch auch mal einen Rundgang in bewegten Bildern zeigen kann. Weil da kann man halt doch viel mehr noch zeigen als rein mit Fotos. Danke, Joe. Danke für das, was du uns allen Gutes getan hast. So, jetzt bin ich, soweit ich das sehen kann, mit meinen drei Zetteln durch. Abonniert gern den Kanal, würde mich freuen, wenn die Abozahl noch ein bisschen nach oben steigt und da mehr Leute den Kanal verfolgen und auch die Videos anschauen. Selbstverständlich freue ich mich auch, wenn ihr den Daumen nach oben klickt. Vor allem auch jetzt, wo ich gerade die neuen Einspieler gebaut habe. Lasst mir da auch mal Infos, Kommentar da, damit ich einfach weiß, ist das was, wo ihr sagt, okay, gefällt uns, oder ist das was, wo, oh nee, was hat er da wieder gemacht? Die Einspieler, wo ich im Bild mal so in die Ecke verschwinde und dann komplett zu, mehr oder weniger komplett zu ist, das werde ich mit Sicherheit nicht allzu oft einsetzen, wahrscheinlich dann in anderen Videos eher während so Rede- und Erklärblocks, so ist zumindest gedacht. Und die anderen Einspieler, da muss ich einfach mal schauen, wie oft ich die wie und wo einsetze. Ihr könnt mir auch gerne mal reinschreiben, ist das zu viel, ist das zu wenig, nervt euch das? Und dann gucke ich, dass ich da so ein bisschen drauf reagieren kann. Wenn natürlich die eine sagt, nee, haut 10 rein, der andere gar keinen, dann werde ich mir da irgendwas so als Mittelweg raussuchen. Selbstverständlich dürft ihr mich auch gerne auf Instagram, Twitter, Facebook abonnieren, hier auf YouTube sowieso. Und auch da freue ich mich über Reaktionen, über Kommentare. Und das war es dann jetzt soweit mit dem Video. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich werde jetzt hier noch den Wohnwagen weiter durchlüften, nochmal gucken, ob soweit alles in Ordnung ist, weil
Das war jetzt eigentlich so die Haupt, also das Haupteinliegen von der Fahrt jetzt hier zum Wohnwagen, einfach nach dem Unwetter gestern nochmal hier nach dem Rechten zu schauen. Es war zwar zum Glück bei weitem nicht so schlimm wie vor einer Woche oder das Anfang des Monats Mai, wo nicht weit von hier, also hier hinter mir läuft die Umlach. Und die Umlach war kein Bach oder Fluss mehr, sondern als ich dann am Tag danach Richtung Wohnwagen wollte, war hier komplett eine Seenplatte drumherum. Der Wohnwagen und das Gelände hier steht nochmal so ungefähr ein halber Höhenmeter über dem Wiesenniveau. Und dann ist die Chance. War die Chance doch recht gering, dass was passiert. Dennoch gucke ich nach solchen Unwettern immer lieber mal nach dem Rechten, dass irgendwie ein Ast oder irgendwas blöd vom Baum abbrochen ist oder irgendein Schaden halt ist und der sich vergrößert. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Und bis zum nächsten Video dann. Gehabt euch wohl.